Aber die Ehre. Fühlst du dich deiner Freiheit beraubt? Nicht nur jetzt in dieser aktuellen Situation, wo alle zu Hause sind und eingesperrt sind, oder auch schon länger, dann liegt es sicherlich an deiner Angst. Und ich kenne das ganz genau. Es gibt ja viele Ängste, Angst vor Verlust, Angst, Entscheidungen zu treffen, es anderen nicht recht zu machen, Angst, andere zu verletzen, dich selbst zu verletzen, Angst vor deinem sozialen Abstieg, indem du ja den Ansprüchen der anderen nicht mehr gerecht wirst, Angst davor, dass du deinen Job verlierst, Angst davor, dass du Geld falsch anlegst, falsch investierst. Angst vor Krankheit natürlich und ganz zum Schluss und wann jetzt nicht zu verachten ist, die Angst vorm Tod natürlich. Die Frage ist dann, die man sich stellen sollte in diesem Fall oder wenn man versteht, dass deine Freiheit aufgrund deiner Ängste eingeschränkt ist, dann kannst du dir mal die Frage stellen, was machst du dann mit der Angst oder wie gehst du mit der um? Du hast zwei Wahlen oder zwei Auswahloptionen. Die eine ist, du kannst die Angst als Freund sehen oder du kannst die Angst als Feind sehen. Dazu erkläre ich jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr. Wenn du sie als Letzteren siehst, also als Feind, dann sollst du vielleicht schauen, woher denn diese Angst kommt. Was ist denn der Grund dafür? Warum gibt es diese Angst? Wie kannst du sie konfrontieren? Denn Angst, was ich mittlerweile kennengelernt habe, Angst entsteht eigentlich aus Ignoranz. Ignoranz heißt nichts anderes als Unwissenheit. Und wie schafft man oder wie kommt man aus dieser Unwissenheit wieder raus? Ist, indem man studiert oder versteht, woher oder sich dieses Wissen aneignet durch Studieren und durch Erkenntnisse, durch Erfahrungen. Was es denn mit dieser Angst auf sich hat. Ganz so nach dem Motto, wie die Chinesen es sagen, wenn du deinen Feind entwaffnen willst, dann umarme ihn. Also schaffe eine gewisse Beziehung zu deiner Angst, verstehe, woher sie kommt. Schau mal, was sie mit dir macht, was für Gedanken ruft sie hervor, was für Gefühle, was für Aktionen auch, ziehst du dich zusammen in der Embryostellung und bleibst dann ganz starr vor Angst zu Hause oder im Bett liegen oder bist einfach bewegungslos, dann wäre es vielleicht wichtig, dass du dich darum kümmerst und schaust, woher denn oder was könnte denn diese Angst auslösen als Ursache. Ich bin ja so ein Ursachenforscher, also immer wieder verstehen zu fragen, mit den richtigen Fragen zu verstehen, so, was dann diese Angst eigentlich ausmacht. Und ja, wenn du dann andererseits diese Angst immer wieder verdrängst und vor dir herschiebst und dir aus dem Weg gehst, dann potenziert sich diese Angst und wird praktisch wirklich zu einem Feind, zu einer Last. Und diese Last wird dann zu einer gewissen Art von Krankheit. Du bist einfach in einem Ungleichgewicht. Ich habe da so einen schönen Film gesehen, den kennst du vielleicht auch von Fassbinder. Angst, essen Seele auf. Also, wenn du ständig voller Ängste bist, dann hat es einfach eine negative Auswirkung auf dein Seelenleben. Und für mich und für viele andere auch ist es wichtig, oder die sich zum Lebensziel gesetzt haben. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Aufgabe ist, die ein Leben lang dauert, dass man wirklich seine Seele, sein Seelenleben, sein Körper und sein Geist in einen Einklang bringt. Allerdings ist es halt auch so, dass der Geist auch einen großen Einfluss hat auf seine Gefühle und das Unterbewusstsein ist dasjenige, was die Gefühle auslöst. Daher geht es ja darum zu verstehen, was löst denn diese Ängste aus? Welche ständigen Programme laufen da ab? Und durch Wiederholungen ist unser Unterbewusstsein eben so ausgerichtet, dass es immer wieder gewisse Gefühle ausrichtet.
wenn es schlecht ist, dann, oder wenn es negativ ausgerichtet ist, dann sind es eben negative Emotionen, da gehört auch die Angst dazu. Also geht es darum festzustellen, wie kann ich denn mein Unterbewusstsein umprogrammieren? Und wie kann ich aus der Angst dann wieder meinen Freund machen? Wie ich schon gesagt habe, es geht um die Umarmung, es geht auch darum, sich mit der Angst zu beschäftigen und zu hinterfragen, wo sie herkommt. Und dir auch, und das habe ich leider ist gut, zum Glück feststellen können, dass ich, wenn ich meine Ängste konfrontiere, ich hatte Angst vor Entscheidungen zu treffen, ich hatte Angst, Geld zu investieren in meine Ausbildung, auch wenn sie nicht zertifiziert sind und ich dadurch ein Diplom bekomme, aber ich wusste, dass es das Richtige ist, speziell zum Thema Coaching. Ich wusste, dass ich gewisse Entscheidungen treffen muss, damit ich mein Leben wieder in meine eigenen, ja, unter meine eigene Kontrolle bringe und wieder so lebe, wie es sich richtig anfühlt und wie ich das Gefühl habe, dass es richtig für mich ist. Dann ist es wichtig, eben zu sagen, die Angst ist da, weil sie mir ja, mich aus der Komfortzone rausholt, und wenn sie mich aus der Komfortzone rausholt, dann lässt sie mich auch weiterentwickeln. Kurzum, ich war in der Situation, du kennst es vielleicht auch, du willst irgendwas machen, dein Herz sagt, mach es, auf geht's, dein Bauchgefühl gibt dir eine gute Rückmeldung, aber dann setzt sich dein Verstand wieder ein und sagt, hey, lass es lieber, könnte gefährlich werden. Dann ist die Frage, die ich mir jetzt immer stelle, warum, was ist denn gefährlich? Ist es wirklich gefährlich? Riskiere ich den Tod, oder ist es vielleicht nur eine Angst, die von was von früher noch kommt oder die mir irgendwie von außen auferlegt wurde? Dazu nochmal, der Verstand sollte nicht der Lenker sein, sondern ist ein guter Berater, ein guter Helfer. Auf was es ankommt, wie schon gesagt, es geht um den Einklang zwischen Körper, Geist und Seele. Und da darf der Verstand oder der Geist keine übergeordnete Rolle einnehmen, wenn man denn in dieser guten Ausrichtung ist. Wie man da hinkommt, das ist ganz einfach, indem man sich besser kennenlernt. Und indem man sich auch sagt, ich lasse mich von meinen Ängsten nicht unterkriegen. Wenn es andere schon geschafft haben, warum sollte ich es auch nicht auch schaffen? Warum sollte ich es dann nicht auch schaffen? Ist es tödlich, ja oder nein? Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, und das entspricht auch dem Zitat, das ich gefunden habe von einer gewissen Eleonore Roosevelt, geht es darum, mach jeden Tag etwas, was dir, oder tu jeden Tag etwas, was dir Angst macht. Auch weil ich mich entschieden habe, mich weiterzuentwickeln. Und wenn du dich ändern willst, wenn du andere Ergebnisse haben willst, dann vergiss nicht, andere Ergebnisse, andere Resultate erzielst du nur, indem du auch andere Aktionen machst. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich helfe erfolglosen und unsicheren Menschen, den Mut zu gewinnen, ihr Leben selbstbestimmt und frei, auch aus finanzieller Sicht, zu führen. Wenn du mit mir sprechen willst, kannst du gerne ein kostenloses Gespräch buchen. Hier in der Beschreibung ist ein Link über Calendly. Und dann nehme ich mir gerne Zeit und verstehe gerne, was so deine Ängste sind und was dich so ausmacht. Bis zum nächsten Mal. Hab mich gefreut. Ciao.